Vers 2, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes, die aber widerstreben, werden für sich ein Urteil empfangen. Und deshalb ganz klar kann ein Christ kein Anarchist sein, sondern er soll danken und beten für die Obrigkeit, dass sie gute Entscheidungen trifft. Vielleicht auch mal anrufen beim Bürgermeister und sagen, überlegen Sie nochmal, ob das richtig ist. Geht dieser Beschluss nicht zu weit, auch jetzt mit den Corona-Verordnungen? Ich sage zum Beispiel ganz offen, auch im Livestream, habt ihr kein Problem damit. Ich habe noch eingesehen, dass man Personenzahlen beschränkt. Aber wenn man jetzt sagt, nur noch eine Person, das reißt die Familien auseinander. Liebe Obrigkeit, auch wenn ihr das irgendwo mal hören solltet, tut das nicht. Ihr zerstört hier die sozialen Kontakte zwischen den Familien. Und das ist eine gewisse Grenze auch für uns Christen, wo wir sagen müssen, bitte denkt noch mal drüber nach, ob ihr das wirklich den Familien und den Ehepaaren antun möchtet. Letztendlich, soweit ich das sehe, auch in unserem Umfeld, hält das wahrscheinlich, kann das kaum jemand einhalten. Und damit wird aber die ganze Bevölkerung kriminalisiert und Maßnahmen sind ja übertrieben. Dazu stehe ich auch und das möchte ich auch jedem laut zurufen, dass er da aufhört mit solchen Maßnahmen. In gewissem Rahmen, ja, aber nicht übertreiben. Und Sie haben ja auch eingesehen, die Politiker, dass die Religionsfreiheit oder wir sagen lieber die Glaubensfreiheit ein so hohes Gut ist, dass man die Kirchen nicht schließen darf, wie man schon mal gemacht hat. Denn in den Kirchen wird hoffentlich auch für die Obrigkeit gebetet. Und diese Gebete brauchen die Politiker ganz besonders, auch in der jetzigen Zeit. Ja? Die brauchen die Gebete und Sie haben es eingesehen, die Kirchen dürfen wir jetzt nicht wieder schließen. Ich hoffe, dass es so bleibt. Wir wissen nicht, was nächste Woche ist. Jeder Tag kann anders sein.